Willkommen zu F1-24 Audi-Karriere. Wir sind heute in Melbourne, Australien. Die dritte Runde unserer zweiten Season im Audi. Ich freue mich extrem. Heute werden wir einiges an Racing-Action erleben. Also abonniert gern kostenlos den Channel, lasst unbedingt gerne einen Daumen rum da und schaut auch unbedingt gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links immer alle unten in der Bio. Aber hier haben wir mal den Albert Park in Melbourne. 5,2 Kilometer, 14 Kurven und 4 DRS-Zonen machen diese Strecke hier tatsächlich zu einem wahren Temple of Speed. Auch wenn das natürlich vorbehalten ist für Monza. Es geht rein in meine Qualifying-Runde. Mein erster Versuch war natürlich jetzt, sagen wir mal, Yamaha, ein 21. Platz. Das, glaube ich, bringen wir ein bisschen besser hin. Jetzt geht es hier also aus der ersten Kurve raus, ein bisschen Track Limits und dann rutschen wir hier unnormal herum. Es geht runter Richtung Ende Sektor 1 und wir haben eine Zehntel mit fast zwei Zehntel schon im Delta, nur nicht verbremsen hier. Und dann geht es durch diesen schlingeligen ersten Sektor, nur nicht zu viel ERS verbrauchen, weil wir wissen ja, der Mittelsektor ist nahezu nicht bremsbar, also du musst nichts bremsen fast. Vier Zehntel im ersten Delta und trotzdem sind wir nur knapp 90.000stel schneller als Albon auf dem 18. Platz. Das könnte heute echt ein Disaster Qualifying werden. Es geht jetzt hier in diesen Mittelsektor rein, zack, hier drüber und jetzt geht es in die einzige Passage, die man von früher noch kennt. Hier durch, zack, zack, boah, die ganze Strecke ausgenutzt, da sind wir mit 5 Zehntel im Delta. Und das ist auch gut so. Jetzt heißt es nur nicht zu spät, nur nicht sich verbremsen. Hier, wupp, drüber über den Körb, die ganze Strecke ausnutzen. Fast 7 Zehntel hier jetzt. Und oh mein Gott, hier ist die Mittel, selbst schalten, selbst bremsen. Und natürlich KI auf 98. Jetzt nur nicht die letzte Kurve vom Maslern. Früh aufs Gas steigen und da sind wir bei 8 Zehntel, Leute. Und ja, die Zeit geht ein bisschen runter, aber mal gucken, wo wir landen. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole vor Sergio Perez, der auf P2 steht. Im Rest der Startaufstellung haben wir Sainz, Russell, Hamilton, Norris, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Gasly, Daruvala, Tsunoda, Stroll, Leclerc, Albon, Ricardo, Ocon, der Professor, Sargent, Theo Pourchaire, Joe, Bottas und Nico Hülkenberg vervollständigt die Startaufstellung. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Hier sind wir also in einem Starting Grid. Der Startplatz ist, naja, sagen wir mal, okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, als ob die zweite Season fast schwieriger ist als die erste Season. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen in die Kommentare, weil das ist echt nicht schön. 17. Platz, natürlich liegt es auch daran, dass ich die KI erneut ein bisschen hochgestellt habe. Und wir natürlich trotz vieler Upgrades noch immer noch das Schlusslicht in der Abteilung sind. Jetzt also geht es hier rein in unser dritten Saisonlauf. Lights out and let's go, Leute. Wir kommen viel besser weg als Daniel Ricciardo. Der steht hier beim Start, Leute. Und dann probieren uns da auch noch Albon abzudrängen. Jetzt wird es ganz, ganz schwer werden in der ersten Kurve. Gehen wir hier mal ein bisschen ins Gras rein und da gibt uns das Stroll einen Wheelbang mit, Alter. Was soll das denn? Im Windschatten sorgen wir uns hier jetzt an erster Bahn Ocon und Lance Stroll dran. Spät bremsen und wir haben die Innenseite. Das bedeutet, wir übernehmen hier P13. Was für ein toller Start bis jetzt. Vor uns ist unser direkter Rivale Charles Leclerc und das scheint doch so, als ob der nicht gerade gut vom Fleck wegkommt aus den Kurven raus. Und da können wir nicht reingehen, Körb gut mitnehmen beim Rausbeschleunigen, ganz einen Exit nehmen, bis den ERS jetzt verbrauchen, im Windschatten sorgen wir uns langsam am Monegassen dran, es wird besser hier, wir kommen immer näher unter 3 Zehntel, nicht ganz, weil jetzt setzt er sich daneben Yuki Tsunoda, wird ein bisschen gegen die Mauer gedrückt und ich probiere eine andere Linie zu fahren, das reicht aber noch nicht, um gegen Leclerc hier irgendwas ja aussetzen zu können. Wir gehen im Windschatten jetzt hier rein und halten mal hier drauf. Das reicht und dann nehmen wir auch noch Yuki mit, der sich nicht gut positioniert. Wir sind jetzt also auf dem 11. Platz. Da vorne hat sich gerade einer hardcore verbremst. Ich glaube, es war Pierre Gasly oder ist es der vor Gasly gewesen? Alonso? Keine Ahnung. Also es war auf jeden Fall einer von diesen beiden Jungs aus der letzten Kurve raus. Viel Schwung mitgenommen. Jetzt gucken wir aber direkt noch einmal auf die Start-Replay, die echt gelungen ist diesmal. Wir sehen auch, Max Verstappen kommt sensationell vom Start weg, deckt er direkt seinen Teamkollegen ab, aber da war jeglicher Move zu spät. Perez keine Chance hier.
Richtung Turn 1 war es dann mal kurz ganz eng mit Lance Stroll. Den wiederum haben wir aber kurz ziehen lassen müssen, weil er sich nicht ganz ausgegangen ist. Und im Windschatten saugen wir uns dann an beide dran und das war auch hier kein irgendwie Dirty Move. Da konnten wir dann Stroll richtig attackieren und angreifen. Bin echt stolz und ich finde auch Delivery schaut auf dieser Strecke verdammt geil aus. Gerade diese grünen Elemente, die springen dir förmlich ins Auge. Manche würden auch sagen, die sind eher so ein bisschen cross, aber mir gefällt das ziemlich gut. Schreibt es, wie gesagt, alles was euch nicht passt, schreibt es gerne in die Kommentare und folgt auch gerne auf Social Media. Da fahren wir eine andere Linie als Charles, haben da schon ein bisschen mehr Schwung natürlich dadurch mitbekommen. Und im Windschatten saugen wir uns dann dran. Er wollte uns da abdecken und wusste halt auch, nein, das schaffe ich nicht mehr. Und ja, mit Yuki habe ich gar nicht gerechnet. Der wiederum hat aber so langsam getan, dass wir da einfach, ja, da mussten wir einfach reingehen und einen Versuch wagen. Drew war jetzt vor uns. Und der ist der einzige Grund, der uns da noch ein bisschen von unserem ersten Punkt fernhält. Mit Pierre Gasly zusammen beide zu holen, wäre natürlich ein Traum. Weil ich sehe da auch, ist natürlich schon eine größere Lücke zu Alonso. Jetzt probiert es Daro Valla, bitte nicht mit der Brechstange. Jetzt gehen wir also hier rein. Und nein, es funktioniert nicht. Ich habe hier zu wenig Platz. Ich wollte dann mich noch neben Gasly setzen, aber das war nicht möglich. Purple im Mittelsektor. Liegt aber natürlich auch dran, dass ich 4 Multi-Res bis zu diesem Zeitpunkt bekommen habe. Aus der letzten Kurve raus darf ich mir natürlich auch das DRS gönnen. Doch das hat kaum eine Funktion in diesem Fall, weil auch Gasly das DRS hatte und wir dann dadurch sowieso eher, ja, sagen wir, es ist einfach für den Arsch gewesen. Jetzt aber mal aus der Kurve raus. Das DRS hilft natürlich enorm, weil wir dadurch halt viel eher sparen können, falls ihr euch da jetzt auskennt. Weil einer, der hier zuhört und sich nicht auskennt und denkt so, ERS, sparen, ja, okay, verpiss dich. Nein, aber jetzt können wir hier ran, dann können wir nicht reingehen, aber ich, boah, ja, da habt ihr das gesehen. Beim Anbremsen rutscht die komplette Karre in Daro Valla rein. Das ist kein schönes Gefühl hier, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Die Rutscherei ist so ekelhaft und gerade das, hat man das mit dem neuen Update gebracht? Also ich weiß es nicht, aber meine Autos, egal ob zwei Spielerkarriere oder Grand Prix oder auch hier in My Team, das rutscht so herum. Ab einem gewissen Prozentsatz rutschen diese Reifen. Ich weiß nicht, jetzt saugen wir uns hier an Daroval dran. Das ist gut, das schaut sehr gut aus. Gasly deckt ab und wir nutzen die Gunst der Stunde mit einem Dive-Bomb-Manöver gegen Daroval. Das kann sich ausgehen und ich muss echt sagen, dieser Kopf bei Ferrari war ein riesen Fehlkauf, den direkt hinter den Steuer von den Ferrari zu setzen und ja, den goldjungen Leclerc rauszuwerfen. Ich habe keine Ahnung, wer da die Idee hatte, aber es war bestimmt nicht Frederic Vasseur. Außen gehen wir jetzt hier an Pierre Gasly vorbei. Was für ein Traummanöver. Und wir können uns auch hier den Purple Mittelsektor holen. Ich bin sowas von stolz. Jetzt läuft es tatsächlich. 2,8 Sekunden ist Alonso weg. Und ich bin mir natürlich auch sicher, dass da der ein oder andere Versuch kommt. Wir blicken hier noch einmal auf die Replay. In der ersten Runde, da rutschen wir schon ein bisschen herum und jetzt gegen Pierre Gasly. Wir saugen uns hier im DRS, in der DRS-Zone dran, platzieren uns hier an der Außenseite und Gasly hat keine Chance. Das waren 10 von 10 Manöver. Apropos, Daroval versucht sie erneut, setzt sich hier neben uns auch Gasly und wir können hier mit einem späten Manöver und mit einem, ja, fast schon Heck, das uns da überholt hat, können wir gerade noch so uns, da durchsetzen, ab in die vorletzte Kurve. Die Reifen sind schon ein bisschen lidiert, aber ich versuche natürlich noch so lange wie möglich durchzuhalten. Ab durch die letzte Kurve, halbe Sekunde fehlen uns da, oder haben wir jetzt zu Daro Valla gut gemacht. Und auch Fernando Alonso ist nur noch 2 Sekunden weg, der hängt aber wiederum in einer anderen Gruppe hier drinnen, die von dem Red Bull angeführt wird. Okay, das ist eine interessante Sache, würde ich mal sagen. Jetzt kommt Daro Valla und ich bin echt im Überlegen, ob wir ihn vorbeilassen, aber bis zu diesem Moment noch nicht. 8. Platz. 4 Sekunden, Alonso's Gruppe hat sich aufgelöst und ich denke mir so, ich nutze die Gunst der Stunde, wir gehen an die Box. Noch niemand drinnen, vielleicht funktioniert es hier mit einem Undercut, es sind zwar 4 Sekunden, aber wir wissen halt, normale Undercut sind circa 2 Sekunden und die kleben halt immer noch in so einer kleinen Kampfgruppe. Eventuell könnte das tatsächlich was bringen, wenn die Box nicht verscheißt. Und das ist der beste Boxenstopp, den wir jemals in der Audi-Karriere bis zu diesem Zeitpunkt haben. 2,3 Sekunden. Ich bin stolz, Jungs. Ihr werdet immer besser. Ich hoffe auch, dass das Auto endlich mal irgendwann immer besser wird. Morgen und übermorgen geht's dann nach Miami. Falls ihr das nicht verpassen wollt, folgt gerne und aktiviert die Glocke. Jetzt aber zurück hier ins Renngeschehen. Weißer Reifen, 11 Runden, easy.
Also das ist tatsächlich easy. Jetzt heißt es natürlich auf Hülkenberg aufholen, auf Guan Yu Zhou aufholen. Und die ersten sind bereits an die Box gegangen. Es ist Lance Stroll, vor dem kommen wir raus, auch vor Darovala. Locker. Das ist wirklich, das sind über 3 Sekunden, schätze ich mal jetzt so. Noch mehr? Nein, es sind 2,5 sogar, nur 2,6. Ja, es werden sicher um die 3 Sekunden sein. Das ist tatsächlich ein gutes Ergebnis. Endlich mal ein bisschen Durchatmung hier erlaubt. Und wir sind jetzt nicht mehr hinter Alonso, sondern hinter Piastri. Und das auch nur noch 2,4 Sekunden. Also diese 2,5 Sekunden hat es auf jeden Fall gebracht, der Undercut. Aber mehr war es leider auch nicht. Darovala und Gasly weit abgeschlagen. Jetzt fast 4 Sekunden beide hinter mir. Lando Norris mit 1,18,3. Und da kann ich kaum kontern. Eine Sekunde langsamer. Da vorne der Ferrari, der Red Bull fährt einsam und allein davon. Dahinter ist das Gefeite da auf jeden Fall. Es ist ein entspanntes Rennen bis zu diesem Moment. Ich hoffe auch, dass das so bleiben wird. 9. Platz wäre echt eine geile Sache. Wir sind in der 14. Runde mittlerweile bekommen. Boah, das war nicht gut. Viel zu spät eingelenkt und da wuchtet der Körb mir fast das Auto aus. Das ist noch gerade so gut gegangen. Nach hinten hin schaut es echt gut aus. Und auch nach vorne hin. 2,5 Sekunden. Denn da falten ein paar Jungs und dadurch hat sich hier auch so ein minimaler Stau gebildet. So ein Zugführer. Mir gefällt es. Ich hoffe auch, dass wir da eben ein bisschen näher dran kommen. Das wäre natürlich mega, wenn wir das aus eigener Kraft hier irgendwie schaffen würden, an die Führungs-KI da dran zu kommen. Also das wäre echt geil. Wir haben noch 5 Runden zu gehen. Nein, 6 sind sogar noch. Und die Reifen fühlen sich super an. Das Auto ist ab diesem Moment auch echt entspannt, weil auch nicht permanent irgendwie Druck von hinten kommt. Wir müssen uns jetzt auch nicht immer konzentrieren, das richtige E-Race zu haben. Wir können managen, als ob wir wirklich hier Long Runs fahren. Und das gefällt mir halt natürlich. Ich meine, das gefällt doch jedem, wenn man nicht immer drauf gucken muss, was da einer macht oder was die anderen machen. Hier sehen wir das Ganze noch einmal Richtung Turn 1. Gehen wir hier Rad an Rad mit Darovala rein. Das hat gut funktioniert. Da konnten wir ihn durchhalten, raushalten. 8. Runde und das war dann jene Runde, in der wir auch in die Box gekommen sind. Da habe ich mich dazu entschieden, den Reifensatz abzugeben. Es war einfach nicht mehr tragbar. Es ist rutschig, es ist ekelhaft und es ist nicht schön zu fahren. Wir springen also jetzt hier in die 16. Runde. Ja, der Stau hat sich leider aufgelöst. Nach hinten hin ist der Abstand gleich geblieben, sogar ein bisschen zugenommen. Aber auch nach vorne hin haben wir schon wieder eine Sekunde verloren. Das bedeutet, sie sind zwar in der Kampfgruppe, aber immer noch sind die viel schneller als ich. Meine Zeiten sind gut, immer 1,19er Zeiten. Zwischen 1,19,2 und 1,19,9, sage ich mal. Und das ist auch gut so. Also da scheidet hinten jemand aus. Es ist ein Kick sauber. Mal abwarten, ob der irgendwas bringt oder was der hat. Das schaut aus, als ob der einen Fehler hatte. Hä? Und der hat einen Puncher, Leute. Ein Pilot hat einen Puncher? Seit wann? Da habt ihr sogar schon mal in F1-24 gehabt, dass sich die KI einen Reifenschaden holt? Also das ist für mich echt eine Neuheit. Finde ich cool auf jeden Fall. Vielleicht gibt es da jetzt auch nochmal was für uns. Aber schaut nicht so aus, oder? Nein. Das ist, glaube ich, alles gegessen. Ihr seht schon an der Box. Also das ist, ja, denke ich mal schon... Ja. Nein! Nicht! Jetzt kommt der Safety Car. Aber warum bitte? Warum kommt der Safety Car, Leute? Ja, kann uns an und für sich egal sein. Wir bekommen noch unsere Chance, einen Platz gut zu machen. Es ist Oscar Piastri im overpowerten McLaren, der da vor uns fährt. Aber vielleicht können wir da nochmal was machen. Und das ist auch interessant. Wir sind jetzt in der 18. Runde, in der ersten Safety Car Runde. Was tatsächlich bedeutet, dass jetzt die 19. auch noch hinter dem Safety Car gefahren wird und wir eine Runde bekommen. Und oh, Pierre Gasly in der Safety-Car-Phase ausgeschieden. Das ist auch eine coole Sache. Und das bedeutet, wir bekommen jetzt tatsächlich eine Runde Zeit, um Oscar Piastri oder noch ein paar mehr angreifen zu dürfen. Das wird echt interessant. Wir platzieren uns hier asozial, wie wir sind, neben Oscar, denn das ist im Game nicht verboten. Jetzt also, nein, das darf ich noch nicht. Gehen wir in die letzte Kurve rein, Leute. Piastri hatte nicht den besten Exit. Es geht jetzt hier im Windschatten mit Full Heroes. An Oscar Piastri dran. Wird das reichen? Um den Australier. Ja, das reicht, Leute. Ganz spät gebremst und wir übernehmen den 8. Platz, Leute. Das wären 4 Punkte. Was wäre denn das heute für ein Finish? Wenn wir dank One You Chose Safety Car Phase einen, ja,
2 Punkte geschenkt bekommen. Ich bin sowas von stolz, dass wir heute auf dem 8. Platz sind. Ich hoffe, dass sich das auch irgendwie ausgeht. Wir sind extrem langsam. Ich merke das auch, denn die Jungs da vorne, die können verdammt schnell von uns davonziehen. Die RS ist nicht mehr drin, aber ich glaube, dass es auch noch nicht enabled wird, vermutlich auch nicht mehr enabled werden. Jetzt durch das ganze RS verbrennen, denn Oscar Piastri ist verdammt schnell auf der Geraden. Wird das reichen, um uns da bis in, ja, diese Kurve da zu retten? Das wäre jetzt echt toll, wenn das funktionieren würde, unter einer Zehntel. Wir blicken noch einmal hier auf die Replay der 19. Runde. Wir setzen uns hier im, ja, sagen wir mal, Querschnitt neben Piastri dran. Da, wir blockieren ihn auch nicht oder so. Der hat hier tatsächlich einfach einen schlechten Exit. Muss dann natürlich ein bisschen vom Gas, dass er an mir vorbeikommt. Das war natürlich ein bisschen mit Kalkül und mit Hintergedanken. Aber verboten ist das nicht, denke ich mal, oder? Also ich sehe da kein Verbot. Und dann gehen wir in der ersten Kurve da tatsächlich an Oscar Piastri vorbei und holen uns da. Wir verdoppeln einmal unseren Punktestand. Ich bin echt froh, dass das Safety Car noch einmal gekommen ist. Wir gehen in die letzten Kurven rein. 2 Sekunden sind wir jetzt schon von George Russell weg. Die pacen da vorne ordentlich. Das juckt uns aber nicht. Das geht in die letzte Kurve rein, Leute. Einmal noch diese Start- und Zielgeraden. Das letzte US verbrennen. Und dann beenden wir das Rennen auf dem 8. Platz und nehmen 4 Punkte mit. Und das auf einem Rennen, wo wir von P17 aus ins Rennen gegangen sind. Und ich, ehrlich gesagt, nicht mal mehr mit Punkten gerechnet habe. Aber das Auto hat echt eine starke Rennpace. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir gehen auf jeden Fall zur Siegerehrung, denn das dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Und am Ende konnte niemand Max Verstappen aufhalten. Er holt sich den Sieg. Das war heute eine absolut dominante Leistung, Sascha. Von der Ampel bis zur Zielflagge gab es nie Zweifel an einem Rennsieg. Was für eine großartige Leistung. Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft und es ist großartig, dass es sich ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann. Lewis gewinnt das Rennen vor Carlos Sainz und Max Verstappen. Ich glaube auch, dass das ohne Safety Car nicht so gekommen wäre. Perez ist WM-Führender, 2 Punkte vor Max Verstappen. Auch Lewis ist noch mit dabei. Mit den Punkten sind wir 7. in der Konstrukteurs-WM und 10. in der Fahrerweltmeisterschaft. Geht besser, natürlich. Ich habe mir auch mehr erwartet in der zweiten Season. Aber wir konnten auch unseren Rivalen schlagen. Alle Punkte hier einfahren, weil es Punkte, alle Ziele hier erreichen, weil es auch Punkte gab und auch wir natürlich ein gutes Rennen gefahren haben. Freue ich mich extrem. Es geht morgen oder übermorgen dann nach Miami. Seid auf jeden Fall gespannt. Schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links mal alle unten in der Bio. Und wir schauen noch einmal hier ein bisschen auf die Finals. Können wir uns hier irgendwas leisten? 2000 oder so. Da sollte auf jeden Fall was drin sein. Aber wir kommen halt einfach nicht dran. Das ist halt wirklich so. Guckt euch das mal an. Die Abstände sind extrem, extrem. Nur hier sind wir führender und da muss ich die Punkte raushauen, weil wir in den anderen Kategorien einfach nichts Gutes bekommen. Das ist echt ein bisschen, ja doch, da, nein, ausgelastet. Ich muss jetzt hier echt den Strapazierfahrer in Antrieb reingehen, weil die anderen Sachen alle ausgelastet sind. Gehen wir uns hier noch was in Aerodynamik? Ja, scheiß drauf. 4 Millionen gehen drauf für Aerodynamik. Und wir werden uns auf jeden Fall angucken. Wieder was fehlgeschlagen. Das ist so bad. 200 Punkte werden das nicht mal schaffen, das Fehlgeschlagene hier gut zu machen. Oder geht das? Natürlich. Ja. Habt ihr den Preis gesehen, was das Rückbauen kostet? Für heute soll es mal gewesen sein. Schaut gern auf Social Media vorbei. Ich bin hier amused. Wer hat sich die schnellsten Rennrunden bis jetzt immer geholt? Perez einmal. Einmal Norris. Ja, DNF. Das war cool in Saudi-Arabien. Und auch nochmal Norris. Das ist interessant, dass der da wirklich auch mit dem schnellsten Auto die schnellsten Rennrunden nicht mal jetzt reicht. Das über 700 Punkte kostet das Upgrade. Marketing akzeptieren wir natürlich. Alles, was die von uns wollen, akzeptieren wir. Und physische Anstrengung, mentale Anstrengung. Ja, physische Anstrengung ist natürlich auf jeden Fall das Höchste, die Autos, die Wettbewerb, alles ist wichtig.
was am liebsten in der Meisterschaft? Ja, natürlich alles, weil ohne Auto kannst du nicht gewinnen, ohne der Meisterschaft gibt es kein Geld. So, für heute war es mal, es geht in die Sommerpause. Warum? Weil ich Japan und China rausgelöscht habe. Wir fahren nur in den 16-Season-Kalender. Nächste Season geht es dann rein in die 24 wieder, aber jetzt fahren wir nur in den kurzen Kalender. Für heute war es das mal. Schaut auf Instagram und auf TikTok vorbei, links mal in der Bio, abonniert kein kostenlos den Channel. Und wir sehen uns hoffentlich morgen und übermorgen wieder hier auf YouTube oder später noch auf TikTok. Da kommt wirklich viel Stuff von. Also bis dahin, ciao!